Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen jetzt eine Templerjagd, Louis Plague. Damit hätten wir dann ein weiteres Gebiet befreit von The Strand. Bevor das aber losgeht, zeige ich euch hier nochmal, was das mit den Blumen auf sich hat. Diese Gegenstände hier kann man finden. Das habe ich auch auf der Karte markiert gesehen. Ja, dann nimmt man sowas auf und dann hat man gepresste Blumen und dann hat man vielleicht schöne Farben. Dann, die man dann auswählen kann, also Kleidungsfarben. Das ist in Bezug auf den vorvorletzten Video, also jetzt nicht das Video, was ich davor rausgebracht habe, also das von gestern, sondern, ja, jetzt bin ich schon im Gebiet drin, sondern das weitere davor, also das vorvorletzte. Ja. Okay, jetzt gibt's doch Krieg. Ich dachte, ich könnte das irgendwie noch, aber wieso macht die jetzt kein Adlerauge? Adlerauge geht nicht während eines Kampfes, ja? Das ist natürlich doof, weil jetzt weiß ich nicht, wer Louis Plague ist. Nicht, dass ich den hier aus Versehen kalt mache. Jetzt geht Adlerauge auf einmal. Und das sieht aus, dass ich hier mich durchschnetzen kann. Also, wie gesagt, das ist eine Templerjagd. Und ich bin schon sehr stark. Ich bin Stufe 10. Da haben die nichts zu lachen. Ich würde sagen, wir machen sogar halluzinogene Bolzen, wenn es geht. Aber irgendwie geht hier gerade gar nicht. Ich weiß nicht warum. Jetzt. So, jetzt wird es lustig. Ist es das Ziel hier? Ja, das ist es. Das muss ich mit einem Kopfschuss erledigen. Schwierig, wenn er hier so rumwackelt. Schade. Das Ziel habe ich jetzt nicht mit dem Kopfschuss getötet, oder? Ja. Ja, leider nicht. Mein halluzinogene Gena-Freund hat ihn leider schon für mich fertig gemacht. Wieder ein sehr, sehr kurzes Video und wieder die Herausforderung nicht geschafft. Ich nehme an, wenn ich die ganzen Herausforderungen jetzt nicht schaffe, dann komme ich niemals auf Loyalitätslevel 5. Also das heißt, ich müsste das intern nochmal machen. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Das Gebiet hier ist jetzt befreit worden. Jo. Es geht straff weiter. Eins nach dem anderen. Morgen kommt wieder ein neues Gebiet. Schaltet wieder ein.